gelten. Und der Posttafel steht, wir haben uns auf Michael geeinigt. Ja, also mir ist eigentlich egal, wer es macht. Also wir haben jetzt gesagt, Michael macht das. Okay. Ja. Gut, das ist ja auch schon mal eine schöne erste Frage. Ja. Wir waren nicht mehr vor uns wurde gesagt, dass heute niemand da wäre, weil alle abgeschlossen sind. Deswegen haben wir hier natürlich null Vorbereitung. Wir haben weder ein Konzept noch Fragen aufgeschrieben, noch sonst irgendwas. Genau. Ja, mal gucken, ich die Anmoderation habe. 4, 3, 2, 1. Marina Weißband, die politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, hat einmal gesagt, in der Piratenpartei schläft man sich nach unten und nicht nach oben, denn die Basis, die hat die Macht. Und sie sei zufällig ganz oben gelandet und sei nun quasi der Fußabtreter der Basis als Vorstandsmitglied. Obwohl das so ist, gibt es immer noch genug nette, verrückte Piraten, die sich freiwillig den Job eines Vorstandsmitglieds antun wollen. Und die wollen wir in dieser Sendung heute vorstellen. Wir haben jetzt als ersten Gast hier Christine Schinke. Christiane, Entschuldigung. Und Christiane, du hast uns vorhin erzählt, du hast ein ganz interessantes Konzept vor, nämlich zwei Köpfe, eine Position. Du sprichst hier eigentlich für zwei. Möchtest du uns das erläutern? Ja, ich spreche für Michael Melter, Ingmar Bär auf Twitter und mich. Wir bewerben uns zusammen auf diese eine Stelle, also als stellvertretender Vorsitzender bzw. Beisitzer. Und wir nennen das auch das stellvertretende Vorsitzende, weil wir das nicht geschlechtsspezifisch jetzt festlegen wollen. Ja, wir glauben, dass da eine ungeheure Stärke in diesem Konzept liegt, weil wir eben zu zweit uns gegenseitig viel mehr stützen können. Wir können in normalen Zeiten, bei normalen Aufwänden, jeder 50% fahren und in Hochzeiten können wir von 0 auf 200, also von 50 auf 200 ohne dass wir uns jetzt übernehmen als einzelne Person und versprechen uns auch von dem Austausch ungeheure Stärke für die Aufgabe. Das ist ja spannend. Was passiert denn, wenn ihr mal zu einer Sache unterschiedlicher Meinung seid? Dann einigen wir uns. Also das ist auch unsere Stärke. Auch in der Kommunikation fühlen wir uns dem auf jeden Fall gewachsen. Das haben wir natürlich vorher auch durchdiskutiert, was solche Situationen mit sich bringen. Und wir sind beide von der Kommunikation auf einer Wellenlänge und wir wissen, dass wir zu einer Einigung finden, in welcher Frage auch immer. Na, das ist irgendwie das erste Mal, dass sowas probiert wird. Die Frage, die sich da irgendwie direkt aufdrängt, ist, geht es überhaupt? Ja. Das ist die Frage, die sich aufdrängt und wir glauben ja, das geht. Also die Idee ist einfach, dann sich zur Wahl zu stellen und zu gucken, ob man gewinnt. Und wenn man gewinnt, dann machen wir so weiter. Und das ist ja auch möglicherweise eine gangbare Möglichkeit. Ja, also wir glauben, dass es auch einfach, dass wir als Piraten gerade solche Konzepte auch besonders nach vorne bringen sollen. Also ich finde das auch in der Wirtschaft zum Beispiel ein Konzept, was absolut unterstützenswert ist, dass zwei Menschen sich eine Position teilen, weil ich glaube, dass für alle dann Mehrwert rausspringt. Und bei uns, wer soll es nicht versuchen, wenn nicht wir? Ja? Also denke schon, dass das natürlich eine anspruchsvolle Idee ist, aber wir haben uns lange darüber vorher Gedanken gemacht und sind der Überzeugung, dass das absolut zu schaffen ist. Und deswegen ist jetzt die Frage, wird das Konzept gemocht? Also mögen die Menschen, die Piraten das Konzept, zwei Personen in einer Position, ein Mann, eine Frau, ein Schwuler, ein Hetera, ein Alleinerziehender, ein Alleinerzogener. Also wir haben so ganz viele verschiedene Aspekte in unserer Kombi und ja, werden wir sehen. Sind wir schnell eingestiegen direkt mit der Doppelkandidatur. Erzähl doch mal was über dich selber oder über euch beide am besten. Ein bisschen haben wir gerade gehört. Gut, was über mich? Ja, ich... was soll ich erzählen? Ich bin seit 1985 in Berlin, komme aus Bielefeld, da bin ich geboren. Das gibt es ja eigentlich nicht, deswegen bin ich jetzt hier. Habe in den 80er Jahren so schöne Zeiten, Besetzerzeiten miterlebt, habe im besetzten Haus gewohnt, da im Besetzerblock 89. Und bin immer noch in Berlin, 96 Mutter geworden, Alleinerziehende, habe viele Reisen unternommen, also zweimal ein halbes Jahr und einmal ein Vierteljahr mit meinem Sohn um die Welt gereist. Bin selbstständig seit
96 und aber zwischendurch auch mal noch, mich noch mal anstellen lassen. Da bin ich von Pixel Park angeworben worden und habe da die Kreation Online Advertising aufgebaut und habe die dann später in E-Marketing übergeleitet, habe bis zu 12 Leute in meiner Abteilung gehabt und ja, ich traue mir immer alles zu und bis jetzt hat auch immer alles geklappt. Insofern bin ich auch in diesem Zusammenhang total optimistisch. Das klingt doch sehr gut. Dennoch ist 12 Leute mitleiten oder eine ganze Piratenpartei, ein Landesverband mit mehreren tausend Mitgliedern leiten ja nochmal ein gewisser Unterschied und Piraten können ja auch durchaus ein bisschen streitbar sein. Glaubst du, dass du da Erfahrungen mitbringst, eine große Gruppe von Menschen zusammenzubringen und als integrative Figur zu wirken? Ja, das glaube ich. Also ich beschäftige mich seit 2004 mit gewaltfreier Kommunikation, habe meine eigene Kommunikation sehr verändert. Also das war wirklich ein Wochenende, was mich sehr verändert hat. Und mein Bestreben ist es sowieso immer gewesen, irgendwo einen Kompromiss, einen Ausgleich zu finden zwischen unterschiedlichen Meinungen und Gruppen. Und bisher ist mir das auch meistens gut gelungen, manchmal nur gelungen, aber gelungen ist es schon immer. Wie ist das denn? Gibt es irgendwelche bestimmten Aufgaben, die du gerne im Vorstand übernehmen willst? Also bisher hat sich ja der Vorstand immer aufgeteilt für bestimmte Bereiche. Irgendwie eine Traumaufgabe, die du erfüllen möchtest? Ja, das ist Öffentlichkeitsarbeit. Also ich komme ja auch sowieso aus der Richtung und bin auch in der Presse, im Pressesquad mit Ben, mache die Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Bezirk, im Squad und bin Bloggerin schon seit diversen Jahren und Pressearbeit macht mir Spaß, Öffentlichkeitsarbeit wäre so ein Thema. Liquid Feedback finde ich super wichtig oder finden wir beide, das kann ich jetzt auch für Michael und mich spreche ich. Ne? Ihm ist Öffentlichkeitsarbeit genauso wichtig und macht er gerne. Ja, das sind so die Hauptthemen, sage ich mal. Hast du konkrete Ansätze, was du in der Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Landesverbandes gerne zuerst angehen würdest? Wo liegen deine Prioritäten? Also ich würde gerne dabei sein, wenn wir jetzt mehr aktiv werden. Mhm. Ja, bis jetzt war es so, dass die Presse zu uns kam und dann haben wir uns eben darstellen lassen. Und ich denke, jetzt ist die Zeit, dass wir das auch ein bisschen umdrehen, dass wir selber steuern, wie wir uns darstellen und uns aktiver da einbringen. Ja. Ich hole nochmal ganz schnell zurück, das haben wir am Anfang nicht gesagt, oder ich habe es nicht mitbekommen. Aus welchem Bezirk kommst du denn oder bist du bei der Kuh unterwegs? Ja, das bin ich. Ich komme aus Reinickendorf und habe im Mitte Dezember mit anderen Piraten eine neue Crew gegründet, die Josephine Baker, und bin da Captain. Ja. Wie lange bist du insgesamt schon Mitglied der Piratenpartei? Also Mitglied aktiv bin ich seit Juli. Mhm. Habe dann den Wahlkampf noch mitgemacht und gewählt habe ich schon 2009 die beiden Wahlen. Es ist ganz interessant, ich hatte immer gedacht, seit 10 Jahren wollte ich politisch arbeiten. Politisch an sich bin ich sowieso schon ganz lange, aber ich hatte dann irgendwann mal einen Antrag von einer Partei, deren Namen jetzt egal ist, vorliegen und hätte mich gerne engagiert und habe gedacht, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Und so ist es dann auch erstmal geblieben und es war dann wirklich so, im Juni hatte ich schon drüber nachgedacht und im Juli dann der Impuls, da kann ich mich jetzt das erste Mal wirklich bei was einschreiben. Ja? Also, und damit fühle ich mich sehr wohl, bin jetzt auch ganz aktiv und freue mich, wie es auch, wie professionell das ist unter so vielen Laien oder Ehrenamtlern. Und das finde ich gerade auch den Reiz, so dieses ehrliche, echte, das entspricht dem, was ich mir wünsche. Ich hätte vorhin schon mal nach den Aufgaben gefragt im Vorstand. Jetzt gibt es eine Liquid-Initiative und die wird ja auch diskutiert, die Vorstände nicht als Top-Vorstände oder Beisitzer zu wählen, sondern auch bestimmte Posten. Mhm. Was hältst du denn davon? Ich glaube, die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber sie ist nicht unbedingt umsetzbar. Also ich denke, es sollte doch Flexibilität bleiben, untereinander doch dann flexibel tauschen kann, denn ja, es ist nicht zu jeder Zeit der gleiche Aufwand in jedem Posten und ich glaube, das ist nicht realisierbar.
Also jedenfalls nicht so, wie ich mir vorstelle, wie es realisierbar sein sollte, nämlich mit der Flexibilität, die uns Piraten so ausmacht. Man kann natürlich jetzt Posten kreieren, da kann man da Leute draufsetzen und dann sind die auch nur für das und nicht für nichts anderes mehr zuständig. Und ich befürchte, dass sich da sowas einschleifen kann wie, ja, ich gucke, die Person guckt bis zum Tellerrand und eben nicht mehr weiter. Und solange wir uns die Flexibilität bewahren, kann eben jeder einspringen und ist auch innerlich für alles offen und verantwortlich. Das finde ich wichtig. Okay, ja, das heißt natürlich, dass jeder Kandidat auch eine gewisse Flexibilität mitbringen muss. Ja. Wir haben natürlich das Problem, wenn am Ende keiner die Mitgliederverwaltung machen möchte, dann muss irgendjemand quasi gegen seinen Willen dazu gezwungen werden. Was heißt gezwungen? Also irgendjemand muss es halt machen. Ich meine, das gehört ja zur Vorstandsarbeit. Es gibt ein Aufkommen von Aufgaben und die müssen, wenn ich mir, ja, oder ich denke, ich gehe da von jedem Kandidaten aus, dass es am Ende wichtig ist, dass wir gemeinsam alle Aufgaben lösen. Und dann glaube ich auch an eine gute Lösung. Also wie auch immer, ob man sich denn abwechselt oder ob, so wie Helge das jetzt gemacht hat, alleine dafür zuständig ist, halte ich auf Dauer auch für ein bisschen überfordernd. Also ich denke auch, vielen geht so, immer das Gleiche zu machen. So eine Routine hat unter Umständen Vorteile, wird aber auch schnell langweilig. Also ich denke schon, wechselnde Aufgabenfelder untereinander sich zu klären, bringt am Ende die meiste Stärke hervor. Apropos Überforderung, da bist du dann natürlich auch so ein bisschen prädestiniert, solltest du in den Vorstand kommen oder ihr beide, dass gesagt wird, hey, die sind doch sowieso zu zweit, denen können wir jetzt diese Aufgabe auch noch zustoßen und diese Aufgabe vielleicht auch noch, denn zu zweit können sie ja viel mehr leisten als wir. Wie würdest du damit umgehen? Oder wärst du sogar bereit dazu? Sagen kann man immer viel, ob das dann realistisch ist, muss sich dann im Einzelfall entschieden werden. Also wenn ich was übernehmen kann und realistisch sehe, das ist in Ordnung, damit komme ich klar. Klar, kann man auch mal noch mehr übernehmen, aber es geht am Ende, denke ich, langfristig darum, dass man den Arbeitsaufwand mit der eigenen Kraft gut schafft. Und wer sich dabei überfordert, hilft auch der Aufgabe nicht. Also ich glaube, das ist aber dann auch eine Erfahrungssache, zu erkennen, ab wann man Nein sagen sollte, weil der Aufgabe damit auch nicht mehr gedient ist. Ja, und das habe ich gelernt. Also ich bin sehr flexibel, aber ich weiß auch, wann Grenzen sind und dann müssen eben andere Lösungen gefunden werden. Und das klingt nach einer guten Voraussetzung. Ja. Apropos Arbeitsaufwand. Es gab vor kurzem eine Initiative, ich weiß gar nicht, ob die abgeschlossen ist, da ging es darum, ob der Vorstand Leute einstellen soll, die bestimmte Tätigkeiten übernehmen sollen. Mhm. Wie sieht es denn dabei aus? Ist es in Ordnung, wenn man jemanden einstellt für, weiß nicht, 600 Euro oder ein Praktikum oder einen Vollzeitangestellten, der Büroarbeit macht? Ob das in Ordnung? Ja, ich finde sowas grundsätzlich in Ordnung, ja. Sprich nichts dagegen. Praktikum finde ich schwierig, weil diese Praktikumskultur in Deutschland, ja, finde ich nicht fördernswert. Also jedenfalls nicht für wirklich wichtige Aufgaben. Also, aber grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, dass man bestimmte Bereiche vielleicht auch wirklich von jemandem, der sich ganz darum kümmern kann, regeln lässt. Und es bleibt ja genug anderes zu tun. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wenn wir zwei Leute einstellen, dass die dann die Arbeit machen. Das ist ja, ja, nö, finde ich ganz gut. Hättest du da spontan Bereiche im Auge, bei denen du denkst, da könnte sich die Piratenpartei mal so weit professionalisieren, dass die Person gegen Geld einstellt? Nö, das habe ich jetzt nicht. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie sich der Vorstand dann untereinander positioniert oder ja, welche Personen da sind, was überhaupt abgedeckt werden kann und dann wird sich schnell zeigen, was man vielleicht noch woanders einholen kann. Ja. Wie sieht es aus mit dem, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich weiß trotzdem, mit dem Verhältnis von Vorstand zu Fraktionen, also einmal im Abgeordnetenhaus oder in den BVV? Sehr allgemeine Frage. Ja, wie sieht es zum Beispiel aus, sollen Leute, die im Vorstand sind, gleichzeitig auch Mitglied in der Fraktion sein, sei es die BVV oder sei es das Abgeordnetenhaus? Ach so, ich bin eher der Ansicht, dass wir Mandate und von solchen Aufgaben vielleicht, wenn es möglich ist, trennen. Also wir haben das gerade in Reinickendorf diskutiert, da ging es um die Bezirksbeauftragten und da war Ansicht der Basis, dass wir Ämterkumulierung möglichst vermeiden. Das lässt sich unter Umständen nicht immer vermeiden, aber so grundsätzlich
wer eine solche Aufgabe hat, muss nicht unbedingt vielleicht noch eine andere große Aufgabe kriegen. Und wenn es genug Leute gibt, die dafür geeignet sind, die frei sind, ja, die jetzt kein anderes Amt noch bekleiden. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich denke, es bringt Vorteile, wenn man nicht unbedingt Personen mit vielen Ämtern behäuft und dann können die sich selbst ja auch nicht mehr gerecht werden. Kannst du skizzieren, welche Vorteile das deines Erachtens sind? Also du hast einmal schon gesagt, sie können der Sache nicht mehr gerecht werden, wenn sie sehr viel zu tun haben. Was klären wir da vielleicht noch als dritte Frage? Nur das wäre für mich der Hauptaspekt. Okay. Also ich bin schon der Meinung, dass Menschen mit Ämtern auch andere Aufgaben sehr gut lösen können. Darum geht es mir nicht, sondern es geht einfach darum, wenn ich eine Aufgabe mache, brauche ich auch ein bisschen Energie und Zeit auch dafür. Und wenn ich gleichzeitig noch eine andere große Aufgabe habe, dann, ja, also ich halte nicht viel von diesen 60-Stunden-Wochen-Konzepten. Das habe ich jahrelang selber gemacht, ich habe das auch geschafft, aber irgendwann ist man alle. Und ich denke, das sollten wir auch selber ja, niemandem zumuten. Und wenn wir schon vorher sehen, da würde jemand zu sehr belastet, wenn es andere Lösungen gibt, sollten wir die wählen. Wie ist das denn? Kann man euch auch einzeln haben? Ich meine, es könnte sowas passieren, wie dass die LMV vorher abstimmt, nee, wir wollen keine Doppelkandidaturen, treten die dann einzeln an? Das müssten wir uns dann noch überlegen. Im Moment stehen wir hier für das Konzept zwei Köpfe, eine Position. Also das ist schon, wir stehen da auch voll hinter, weil wir wirklich überzeugt sind, dass dieses Konzept einen Mehrwert bildet. Ja, es geht nicht darum, wie man irgendwie Vorstand macht, sondern wir haben uns wirklich dieses Konzept sinnvoll überlegt. Könnt ihr noch was zu, oder kannst du an dieser Stelle etwas zur Geschichte des Konzeptes sagen? Wie seid ihr darauf gekommen? War das eher Zufall? Hatte das einer von euch schon länger im Auge? Seit wann kennt ihr beide euch eigentlich? Also wir kennen uns aus dem Pressesquad, Landesverbandspresse Squad, und haben sofort gemerkt, dass wir irgendwie gut zusammenarbeiten können. Und die Idee ist von Michael, der kam dann irgendwann, ja, wir müssen unbedingt mal was reden, und fand ich super, die Idee. Also ich hatte sowieso schon überlegt, mich auch schon, ja, wann war das? Letztes Jahr hatte ich auch schon gedacht, wenn, habe ich mit Pavel auch gesprochen, mal so ein bisschen gefragt über Vorstandsarbeit, und dann hatte ich mir schon gedacht, ich würde mich da gerne engagieren, aber so finde ich das einfach noch besser. Ich finde es eine super Idee. Ja, wie ist es denn allgemein mit der Größe des Vorstands? Offenbar seid ihr zu zweit auf einem Platz, das macht ihn schon mal größer. Warum nicht noch viel größer machen? Man könnte ja gleich dafür sorgen, dass man 7 oder 8 Leute wählt. Also nicht auf einem Platz jetzt, sondern insgesamt. Ja, das könnte man vielleicht. Das ist eine Sache der Diskussion. Also eine Frage hat sich uns relativ schnell gestellt, nämlich die der juristischen Person. Es darf im Vorstand immer nur eine juristische Person muss verantwortlich sein. Das bedeutet, in unserem Fall haben wir uns jetzt besprochen, dass diese juristische Person Michael wäre. Ja, das heißt, an juristischen Personen im Vorstand hätten wir eine bestimmte Zahl, wie auch immer die sich jetzt zusammensetzt. Das weiß ich noch gar nicht, ob wir nicht auch neu diskutieren, ne? Ob es mehr oder weniger werden sollen. Also genau, ich glaube, das ist eine Frage, die in Diskussion ist. Ne? Hättest du es lieber größer oder lieber kleiner? Oder hast du eine ganz konkrete Zahl vor Augen? Ach, ich denke, so wie es jetzt ist, ist es schon ganz gut besetzt. Also wenn 7 Leute da aktiv sind, ist das eine... Ich würde es nicht sehr viel größer machen. Ja, wobei ich natürlich in gewisser Weise es größer mache, indem wir schon zu zweit dahinter stehen. Aber ich sehe uns dann wirklich als eine Position. Ja, also... da sind zwar 2 Gehirne dahinter, was durchaus von Vorteil ist, aber als Person steht immer noch eine Vorstandsperson. Du hast vorhin erzählt, dass Liquid Feedback neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein zweiter Punkt wäre, der dir sehr am Herzen liegt. Was siehst du da konkret in Berlin noch zu tun? Hast du etwas, was du gerne in Angriff nehmen würdest in Sachen Liquid Feedback? Erstens. Und zweitens, wie siehst du dich oder wie seht ihr beide euch als Vorstand im Verhältnis zu Liquid Feedback und Sachen, die positiv in Liquid Feedback beschrieben wurden? Was bedeutet so ein Ergebnis für euch? Gut, die erste Frage ist, oh, jetzt habe ich eine, was ist meine Kontaktlinse? Die erste Frage ist, was ich in Berlin da vorhätte. Also ich möchte das gerne unterstützen, dass alle Bezirke schnell das Bezirksliquid bekommen. Also in Reinickendorf hat die Basis das schon in der GV
positiv entschieden. Es ist aber noch nicht eingesetzt und ich möchte da Enno zum Beispiel gerne unterstützen. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Er hat jetzt schon mal so ein Bild gehabt, wie weit sind die Bezirke, das da zu unterstützen, dass die Bezirke bald auch mit Liquid Feedback arbeiten können. Und das Zweite, ja, der Vorstand ist ja keine Person, der nach seinem eigenen Geschmack oder Gutdünken Entscheidungen trifft. Das heißt, da finde ich auch eben ganz wichtig, ein laufendes, gefülltes, funktionierendes Liquid Feedback zu haben, aus dem dann eben diese Entscheidungen sich generieren, sozusagen. Mhm. Also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ich bin ein sehr großer Fan. Mhm. Klarnamen, Pseudonyme, da unterscheide ich jetzt nicht, habe da meine eigene Ansicht, aber ich finde, das widerspricht sich nicht unbedingt. Okay, gut. Zur zweiten Frage noch schnell. Was bedeutet ein positiver Liquid Feedback-Beschluss für dich als Vorstandsmitglied oder für euch beide? Aus der Basis Berlin fürs Land, genau, zum Beispiel. Ja. Ne, das ist eine bindende Vor-, ja, das ist dann Basisbeschluss und das ist, daran halte ich mich. Ja klar, das ist ja eine klare Aussage. Und es läuft die Zeit gerade ab. Wie ist es denn? Hast du noch ein Endstatement, das du vorbringen möchtest? Ja, das Wichtigste finde ich, dass wir Spaß behalten bei der Arbeit. Also insofern denke ich, wären wir gut beraten, wenn wir immer eine Spaßpartei bleiben, weil solange wir keinen Spaß, wenn wir keinen Spaß mehr haben, machen wir keine gute Arbeit. Ja, und das heißt ja nicht, dass man mit Spaß nicht professionell arbeitet, im Gegenteil. Ja, das Publikum scheinst du offensichtlich überzeugt zu haben, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht auch. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, wie kann man dich noch erreichen, wenn man jetzt Rückfragen an dich hat? Bei Twitter bin ich Lainey42 und natürlich habe ich eine Kandidatenseite zusammen mit dem Michael. Ja. Wir sind das Kandidat und E-Mail habe ich auch. Ja, Josephine Baker, Crew, darüber, also ihr findet mich schon. Ja, dann vielen Dank. Und gerne, danke. Oh, meine Kontaktlinse.